Hallo Leute, hallo liebe WOT-Liebhaber, die wenigen, die noch da sind. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und nun haben wir eine Runde vom Flampirex. Cooler Name. FPNCA-Clan T26E4. Gast-Replay, let's watch World of Tanks hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind auf Berlin. Der T26E4, amerikanischer Premium-Panzer Super Pershing. Mittlerweile nicht mehr ganz so langsam wie früher. Und bin gespannt, nicht nur wegen der Karte, sondern halt auch wegen dem Gameplay. Wie konnte man die Karte nochmal größer machen? War das nicht... Hier war das, naja. So. Grundsätzlich von der Meta der Karte her ist unten eher der Medium- und TD-Bereich, weil es eher offen ist. In der Mitte wurde ja immer so suggeriert, der Bunker in der Mitte ist alles und so weiter. Meine Erfahrung von Berlin ist, da fährt keiner hin. Es ist irgendwie so ein Dead End. Du brauchst zu lange, bis du da bist und du kommst da auch nicht mehr weg. Deswegen fährt da eigentlich keiner hin. Links natürlich so Häuserkampf. Ja, jetzt ist er auf. Okay. Nice. Muss man halt auch Häuserkampf können. Oh Gott, hat der Löwe sich da weggeschmissen. Da wird wieder die wird schnell mal wieder die Diskussion anfangen. Uff! Unterwanne abgeprallt. Wow. Ah, Vorsicht, Italiener. Nice. Uff, 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 uff. Heavy helfen. Genau, genau, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Genau, sehr gut. Was jetzt wichtig ist in der Situation, einfach. Dass er ihn blockiert. Ah, schade. Dass er ihn blockiert, dass eventuell einer von der Seite vielleicht noch helfen kann. Aber jetzt muss er es alleine machen. Und was man halt auch viel zu selten sieht, ist einfach, dass die Leute die Weak Spots kennen. Ihr habt sehr gut gesehen, das Aiming auf die untere Wanne, auf die Einstiegsluken, auch wenn es in World of Tanks, es ist nun mal ein Spiel. Jetzt hat er aber auch eine schöne Deckung da. Schön. Auch wenn es im Prinzip Quatsch ist, frontal auf eine Einstiegsluke zu schießen und dadurch irgendwie mörderisch Schaden zu machen, aber es ist nun mal ein Spiel. Auch je flach sie sind im Nahkampf, kann man die treffen. Und kann man Schaden machen, wie man gesehen hat. Links 3 TDs. The fuck. Jetzt aufpassen. Was haben wir da? Ein FV. Ja, wieder offen. Steht der... Oh, der ist oben auf der Brücke. Ja, die Adi. Aber der TD ist raus, okay. Auch sehr wichtig und sehr gut gewesen. Wo hat er drauf gezielt? Aufs hintere Kettenrad. Zeig nicht den Helm zu dem anderen, zum RV. Der hat deinen seitlichen Helm. Okay, aber interessiert ihn anscheinend gerade nicht. Eine gute Runde bei WOT muss natürlich auch das Gegnerteam mitspielen. Aber was deutlich wird, ist halt einfach, was mir gefällt, was viel zu wenig gemacht wird, ist halt einfach auch die Weak Spots und... Ein Kettenrad ist auch ein Weak Spot. Ein Gegner, den du bewegungsunfähig machst, kann von dir oder von deinem Team beschossen werden, wenn dein Team natürlich mitmacht. Jetzt hier ein Model 1. Schön von der Seite, weil er nicht damit berechnet, dass die Gegner jetzt seitlich kommen. Links, 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 besser. Ja,
Links, anwinkeln, anwinkeln. Okay. Chariot hier. Kriegst du, kriegst du. Genau, aufpassen rechts. Ist natürlich auch ein bisschen aggressives Gameplay. Sehr oft offen. Nein, 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 nein. Jetzt nicht, nicht killgeil werden. Oh. Nicht, dass der Chariot hier jetzt gleich... Ah ne, der ist weg. Hä? Komplett verplant gerade. Dann habe ich nichts gesagt. Wie schnell ist der denn gestorben? Gott, oh Gott. Und die haben sich da jetzt verbunkert. Jetzt mal aufpassen. Okay, ein weniger. Es sind noch drei Gegner dort. Ein mit 100%. Das wird nichts mehr. Aber aufpassen, bist offen, Gegner weiß, wo du bist. Frontal ist immer so ein Ding. Schieß. Ja, versucht Deckung zu kriegen. Ah, nicht frontal. Wenn dann so auf den Turm versuchen oder so. Nice. Links, links, links. Der TD kann nicht auf dich wirken. Genau, hol den Medium. Du musst schon fahren. Wo hat der denn gerade drauf gezielt? Auch auf den Turm. Kommt, gönnt den Jungen den sechsten Kill. Na, 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 Vorsicht, Bunker. Ja, das wird nichts. Das machen die vorher, glaube ich. Ach, kurz geaimt, hättest du kurz geaimt. Da achtet halt keiner drauf. Oh, hat jetzt noch einer 5. Aber trotzdem, Berlin ist noch relativ frisch, die Karte. Und es ist einfach so, mit dem Medium oder überhaupt, ich denke, im Heavies ist es deutlich, wie man dort spielen kann. Viel, habe ich das Gefühl, geht halt oft über die obere Linie. Unten wird dann einfach nur verteidigt. Aber rückwirkend betrachtet, denke ich, waren zwei Sachen sehr entscheidend. Und das muss man einfach auch mal hervorheben. Die Gefechtsübersicht, die sehr, sehr wichtig ist, die eigentlich 5-10% der Spieler nur im WoT haben, weil man kennt selber aus den Zufallsgefechten, wie die Leute Yalla-mäßig nur da so reinsprinten. Zu wissen oder einzuschätzen, kann ich getroffen werden, wo steht ein Gegner, ist der noch am Leben, wie viel HP hat der, kann ich wen angehen und so weiter, das ist alles immer sehr, sehr wichtig. Und diese ganzen Entscheidungen musst du vorher treffen. Musst du einfließen lassen in dein Gameplay und dann, wie ich ja schon gesagt habe, das Abzielen der Weak Spots ist immer sehr wichtig und hat in der Runde wirklich sehr gut geklappt. Dementsprechend sehen wir auch Top-Platzierung. Oho mit 0 ist mir ein Rätsel. Der Scout, okay, weiß man jetzt nicht. Blöd gelaufen vielleicht. Aber gerade so auf 9 Karten und meiner Meinung nach gibt es halt kaum oder viel zu wenig gute Scout-Spieler bei WoT,
Hat aber auch wieder was damit zu tun, weil man sich deswegen auch mit dem Spiel mehr beschäftigen muss. Scout ist die, ist halt die, ist das Nonplusultra bei WoT. Und in der Runde haben es ja, und so sieht es traurigerweise halt sehr oft aus. Du kannst hier gucken, vielleicht 4 bis 6 Leute. Wobei hier, okay, die haben ein paar Schüsse gesetzt, aber 1300 Schaden mit dem Rheinmetall ist jetzt auch nicht so viel. Ne? Aber grundsätzlich haben es halt hier die Oberen gerissen, weil sie den ganzen Schaden rausgehauen haben. Wichtig, also ja, das führt, glaube ich, jetzt auch zu weit. Also grundsätzlich heißt das nicht, die haben jetzt hier total schlecht gespielt, aber das hier ist halt definitiv geht nicht. Fakt ist, super Pershing, sehr gute Leistung, 24 Schuss, davon 20 Treffer und 16 Mal penetriert. 3171 Schaden. Auch geblockt. Da müsste man vielleicht noch gucken, dass man halt, das ist, ich kenne es selber von der aggressiven Spielweise, ich bin auch eher so der Typ, da muss man halt gucken, dass man halt, selbst wenn man aggressiv reingeht, den Gegner unter Druck setzt, was immer sehr wichtig ist, dass man trotzdem immer noch versucht, so safe wie möglich zu stehen und nicht offene Position. Und dass man selbst, wenn man irgendwo bei dem Bunker dort zum Beispiel bei Berlin steht, dass man immer noch versucht, irgendwo seine Wanne irgendwo hinterzustellen oder sich irgendwo sidescrapen positionieren. Und aber das ist dann nachher wirklich Feintuning. Hier seht ihr 85.000 plus gemacht. Nicht so mit Gold geschossen, was mir auch gefallen hat. Man sieht, es funktioniert auch ohne. Und dementsprechend muss man sagen, einfach klasse Leistung. Ich hoffe, dass es euch mal wieder gefallen hat. Wenn ja, teilt gerne meinen Content, liked ihn und schaut euch gerne die anderen Videos hier bei mir auf dem Kanal an. Habt ihr Fragen oder irgendwelche Ideen, dann immer rein in die Kommentare damit. Jede Form der Unterstützung hilft mir. Also bis zum nächsten Mal.